Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute das Unboxing für euch von der Pink Box vom Monat Mai. Die hat mich erreicht und ich möchte es mit euch gemeinsam auspacken. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir, das ist völlig kostenfrei und ihr könnt mich damit unterstützen. Und jetzt gucken wir mal in die Pink Box rein. Wer die Pink Box noch nicht kennt oder neu hier ist auf meinem Kanal, das ist eine Beauty Abo Box, die kann man flexibel ins Abo nehmen oder auch für ein Jahresabo. Die kostet, lasst mich lügen, ich zahle noch 14,95, weil ich das Abo schon Ewigkeiten habe, aber ich glaube, die kostet mittlerweile 16,95. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich blende euch den aktuellen Preis mal ein und lasse euch auch den Link dazu unten in der Infobox drin. Wenn man die Pinkbox öffnet, sieht das Ganze so aus. Und genau, das Thema ist Hakuna Matata. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich die Pinkbox total liebe. Ich finde die klasse und ich freue mich da wirklich jeden Monat total doll drauf, weil hier sind immer schöne Sachen drin, auch so ein bisschen aus dem Drogeriebereich, die man halt nachkaufen kann, günstig, wenn einem die Produkte gefallen. Und ja, die hat immer einen Mehrwert drin, also am Produktwert, und da zahlt man halt den Preis für und hat dann halt auch Produkte in einem höheren Wert drin. Das finde ich immer schön. Ja, das Thema Hakuna Matata. Da ist dann auf der Rückseite immer so ein QR-Code, den kann man scannen und dann kommt man zu dem digitalen Heftchen. Das finde ich auch ganz gut. Da kann man dann nochmal lesen, was die Produkte kosten und ja, was die halt so können. So, das erste, was mich hier anlacht, ist ein Hey Audrey Rasierer. Der ist gut, den habe ich schon und mag den total gerne. Der hat 5 Klingen, der funktioniert bei mir total klasse. Also der ist ähnlich wie der, oh, wie heißt der denn? Ich komme gerade nicht drauf. Estrid? Hey Estrid heißt der, glaube ich. Und ja, der ist ähnlich, finde ich. Also ich finde den total gut. 8,99 kostet der. Der hat eine Klinge mit dabei und einen Griff. Das ist der Sensitiv. Und da freue ich mich tatsächlich auch wirklich drüber, weil Rasierer kann man immer gebrauchen. Und von daher ist das auf jeden Fall gut und passt auch irgendwie hier rein. Dann haben wir hier was drin, was zu trinken. Orange Spritz von Summersby Semi Sweet Cider. Okay, also ich kann das nicht gebrauchen, aber ich finde das ganz schön. Das läutet so ein bisschen die Sommerabende ein. Und ja, das finde ich ganz gut, dass das hier mit drin ist. Ich werde es weiter verschenken. Für mich ist es jetzt nichts. Man hätte auch noch irgendwie irgendwas anderes drin haben können. Ich weiß nicht, von Blanc, ein internationales Lifestyle-Bier. Ja, mit Zitrusnote oder das hier eben. Gut, ich gebe das weiter, aber ich finde, also ich finde, es passt in diese Box irgendwie rein. Es gibt irgendwie so ein bisschen Summer-Vibes. Ja, dann haben wir hier von Haarliebe. Oh, das hatte ich schon mal. Das ist ein Kopfhautpeeling. Das ist richtig gut. Saubermacher für gesunde Kopfhaut. Also das gibt man sich vorm Haare waschen oben scheitelweise auf. Man sieht es so ein bisschen ein, lässt es einwirken und spült es dann mit einem Shampoo wieder aus. Das ist richtig gut. Die Kopfhaut wird super sauber damit und ich habe das sehr gut vertragen. Das hier kostet normalerweise 4,99 €. Bekommt ihr auch, ich glaube, bei Rossmann in der Drogerie. Ich meine, bei Rossmann gibt es das exklusiv. So, dann ist hier drin Vitamin C Power Konzentrat von Schäbens. Das ja, mag ich nicht so gerne. Also ich finde, das ist immer so silikonig, diese Konzentrate. Die werde ich auf jeden Fall weitergeben. Für meine Haut sind die nicht so gut geeignet. Die kosten, ich will gerade mal gucken, ich glaube 99 Cent kosten die. 1,45 € kosten die, ja, von Schäbens Vitamin C Konzentrat. Dann ist von Asam was aus der Magic Finish Reihe hier drin. Und zwar ein Nagellack Studio Nail Polish in der Farbe Crushed Grape. Also das ist so ein... Ich kann es ja mal aufmachen und euch mal zeigen. Also man hätte auch andere Farben drin haben können, habe ich eben gesehen. 5, 6 Farben gab es, glaube ich, zur Auswahl. Der kostet 7,99 €. Also das ist eine richtig schöne Farbe. Also mir gefällt die sehr gut. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den behalte oder ob ich den weitergehe. Also ich finde die Farbe schon schön, so für die Füße oder so, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Und finde ich auch ganz schön. Der Gel-Effekt Nagellack von Magic Finish mit Biotin und Arganöl. Sorry, Leute, wir haben es schon spät abends. Ich wollte aber unbedingt meine Boxen noch abdrehen, weil ich bin ja auch immer neugierig. Und das letzte Produkt in der
Box ist was von Ofra. Da freue ich mich richtig. Ein Blush in der Farbe Bellini. Den habe ich noch nicht und ich finde die Farbe richtig schön, muss ich sagen. Passt auch so zu dem Rest, so ein bisschen alles mit Orange und ja, der kostet normalerweise 24 Euro. Eine Variante in deiner Box. Pfirsichfarbener Blush mit zartem rosa Unterton. Eine Dank Liquid to Bake Technologie ist die Formulierung extra lange haltbar und begeistert mit besonderer hoher Pigmentierung. Ja, also ich finde die Farbe tatsächlich auch sehr schön. Werde ich mal ausprobieren und Ofra hat immer eine verdammt gute Qualität. Ja, von daher, also das finde ich ein richtig schönes Produkt. Und das war die Pinkbox schon gewesen. Das ist immer so schnell vorbei. Ich zeige euch nochmal im Schnelldurchlauf. Also einmal den Blush Bellini, dann einmal hier für die Nägel den Magic Finish Nagellack. Ein Vitamin C Power Konzentrat, dann den Rasierer von Hey Audrey. Einmal dieses Getränk hier, das werde ich weitergeben. Und das Kopfhautpeeling von Haarliebe. Also ich finde es eine schöne Box, super toll zusammengestellt. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ich denke, vielleicht wandert das ein oder andere Produkt auch zu euch mal mit in eine Verlosung rein. Muss ich mal gucken. Und ja, mir hat die Box aber wirklich gut gefallen. Ich finde die super schön und kann auch diesen Monat gar nicht meckern. Ich blende euch noch den Gesamtwert ein. Und ja, hier ist noch eine gute Laune-Songlist mit dabei. Und zwar kann man die hier streamen. Hier sind, glaube ich, sechs Lieder drauf. Ja, das finde ich, also ich finde das total süß gemacht und auch gut durchdacht. Jetzt würde ich mich auch schon verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Lasst mir super gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Über ein Däumchen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.